Hallo nochmal. Du wirst siegen. Du wirst es überwinden. Siegen tun alle die, die alles in die Schwerelosigkeit bringen. Das heißt, die ihre Belastung wegkriegen, die ihre Belastung auflösen, in sich selbst auflösen, die ihre des Lebensplage, Mühe, Belastung und so weiter nicht ständig mit ihren Gedanken spazieren tragen. Du wirst es schaffen, du wirst es überwinden. Du wirst frei werden. Wenn du alles, was du mit dem du in Berührung kommst, wieder ins Licht bringen kannst, indem du es durch deinen Segen wieder ins Licht gebracht hast. Segne alles, was dir begegnet, aber achte darauf, dass du selber weißes Licht bist, damit dein Segen, also alles, was mit dem du in Berührung kommst, eine hohe Schwingung bekommt. Wenn dir das gelungen ist, dann kannst du praktisch noch mitten im Leben, ohne irgendwo großartig irgendwo hinzufahren, dich ganz relaxed zurücklehnen und entspannt sein. Du kannst im Alltag sozusagen vom Alltag Urlaub machen und sagen, alles gut. Wenn mir etwas begegnet, bringe ich es wieder ins Licht. Das heißt, ich segne es. Das heißt, ich bringe es durch meine Schwingung in eine höhere. Und das gelingt dir immer in deinen eigenen Angelegenheiten. Und vielleicht kannst du es auch noch anderen weitergeben. Aber tu es auf jeden Fall bei dir selbst. Du wirst siegen, unter Garantie. Das heißt, du wirst in deinem Leben stets die Oberhand behalten. In deinem Leben wird alles leicht und es wird in deinem Leben alles zur Freude gereichen. Das sieht im Ansatz nicht so aus. Das ist am Anfang, ich bin oft etwas verzagt und ich habe es ja auch in einem vorangegangenen Video auch gesagt. Ich habe manchmal Angst, weil ich nicht in einem Leben leben will, in dem das kein Mensch weiß. Aber nur weil ich euch erzähle, dass ich manchmal Angst habe, dadurch ändert sich ja nun nichts. Und natürlich gibt es dunkle Stunden und natürlich denkt man, oh Gott, ich schaffe es nicht. Nein, du alleine schaffst es auch nicht, aber dein Dual zieht mit dir. Das heißt, wenn du so willst, auch die göttliche Kraft zieht mit dir. Denn das, genau das, was ich gerade sagte, tut die göttlichste Kraft, die göttlichste Energie. Sie bringt alles in eine hohe und heilige Schwingung. Wenn du nicht dagegen stehst, wenn du es nicht selbst blockierst, dann funktioniert das. Man könnte auch sagen, wenn du dir selbst nicht im Wege stehst und damit dir selber noch alles durch deine Bekümmernisse und durch deine Sorge und deine Frustration oder durch deine Wut oder wie auch immer, das alles behinderst. Du machst es deinen Schutzengel, du machst es deinem Dual, du machst es ja dem Gott, du machst es ja deinen Engel nicht gerade leicht, wenn du von morgens bis abends dir Sorgen machst und Kummer hast und oder auf alle anderen schimpfst. Wozu wir gute Gründe haben, ich gebe es ja zu. Andererseits, dadurch, dass wir uns über andere aufregen, ist nichts gewonnen. Jeder Mensch hat die Gabe zu segnen. Das heißt, jeder Mensch hat die Gabe, seine eigene Schwingung und seine eigene Energie auf andere auch, sich auf andere auch zu überschütten. Na klar kann er das. Und das wird alle erreichen, die damit, mit dem, was von dir ausgeht, identisch sind. Sorgt nun jemand dafür, dass jemand Angst haben wird, übergießt er den anderen mit seiner eigenen Angst, wohl aber auch mit seiner Wut, seinem Zorn, aber auch mit dem Wunsch, gewalttätig zu sein, und erreicht, wenn er Pech hat, genau den, der genau dafür empfänglich ist. Und damit vermehrt man die Wut, die Angst, die Panik, die Brutalität etc. Aber wir können es auch andersrum hinkriegen. In dem Augenblick, wo ich mein Denken, wo ich meine Gedanken aufs Licht projiziere, in dem Augenblick, wo ich meine Gedanken ins weiße Licht bringe, Summus Lux in Sanctis, wir sehen ins helle Licht, in die Heiligkeit. In dem Augenblick erwischt mich die Helligkeit, das Licht, die Freiheit, die hohe Schwingung, volles Rohr. Und jetzt hängt es davon ab, wie empfänglich ich dafür bin.
Warte nicht damit. Und glaube nicht, dass erst irgendjemand da die Tür aufmachen muss. Das muss es eigentlich nicht. Du kannst in deiner freien Fahrt sozusagen, kannst du noch die Richtung durchaus ändern, bis du zu einer geplanten Abweichungsmöglichkeit kommst, bis zu einer, vorhin hatte ich mal gesagt, eine Sollbruchstelle kommst, wo dann tatsächlich alles anders ist, weil einfach die Masse der Gedanken, der Leichtigkeit und der Freiheit, auch des Lichts, eindeutig, dass die Kümmernisse, das Elend, das Übel, wie auch immer, eindeutig überstrahlen und prompt alles andere wegkicken, was das beschweren würde. Das Göttliche hat niemals Urlaub, in dem Sinne wir auch nicht. Denn wir denken ja pausenlos, unsere Schwingung ist ja pausenlos zugange. Wir sind ja alles in Bewegung, auch wenn wir schlafen. Und in dem Augenblick, wo ich das weiß, werde ich immer dafür sorgen, dass ich im Bewusstseinszustand immer daran denke, alles, was ich bin, ist immer noch weißes Licht. Und natürlich fang an, dir das einzupauken, dir das einzuprägen. Das ist eine Gehirnwäsche, die sich gewaschen hat, aber eine, die von dir ausgeht. Du fängst zum ersten Mal an, dich selbst, wenn du so willst, zu manipulieren. Du fängst an, dich selbst zu programmieren, nämlich auf das, was du wirklich willst. Warum solltest du von allen anderen Angst machen lassen? Das ist nicht nötig. Aber du kannst natürlich auf alles andere anspringen, was dir dann Angst macht. Das kannst du schon, klar, warum nicht? Aber warum solltest du das, wenn du dem Ganzen noch gar nicht gewachsen bist? Und warum überhaupt? Einige tun das, und zwar mit genau dem Ziel, was ich gerade sagte. Wir versuchen und wir machen es und wir tun es auch. Und weil wir es tun, versuchen wir es nicht nur, sondern wir machen es tatsächlich. Wir bringen alles in eine höhere Schwingung. Wir bringen alles ins hellere Licht. Und damit bringen wir alles in die Schwerelosigkeit, wo es keine Belastung mehr darstellt. Und das, meine ich, sollten wir einmal ausprobieren. Und das, meine ich, sollten wir auch tun. Wir haben viele Prediger am Start, die sagen, und der Leitfaden im Leben ist ja die Bibel. Man hat sie da hochgehalten, die Bibel hier, ne? Ich würde sagen, das mag am Anfang für den Start gut sein, aber irgendwann einmal muss ich begreifen, wozu das eigentlich mal ursprünglich gedacht war. Und ich gebe ganz offen zu, dass ich mit Israel und Co. und auch den Anfängen der Bibel und was weiß ich was alles heute nicht mehr das Geringste anfangen kann. Heute nicht mehr. Es mag eine Zeit gegeben haben, da musste ich das sogar. Um zumindest einmal in die Nähe dessen zu kommen, was mir genau das beibringt, was ich heute tue. Und eines ist sicher. Ich werde von allem frei, von aller Belastung, die ich in weißes Licht gebracht habe, und die hören dann auf, Belastungen zu sein. Ich werde alles verlieren, was ich nicht in weißes Licht gebracht habe. Und wie das ist bei jedem so. Niemand behält etwas, was ihm nicht entspricht, was ihm nicht gehört. Aber bis jetzt hat sich kaum ein Mensch Gedanken darüber gemacht, ob das, was so zu ihm gehört, denn überhaupt etwas ist, was ihm wirklich gefällt. Und ob das überhaupt gut für ihn ist. Und nur weil das etwas vor 20 Jahren gut für dich war, heißt das nicht, dass es immer noch gut für dich ist. Das müssen wir mittlerweile gelernt haben. Und ich denke, wir fangen an, es zu lernen. Wir fangen auch an, es zu begreifen. Von deinem Segen hängt in deinem Leben alles ab. Alles hängt davon ab. Ob du selbst so kräftig bist, ob du selbst eine so hohe Schwingung hast, dass du alles, was du berührst und alles, was mit dir zu tun hat, automatisch in eine hohe Schwingung bringen kannst. Am Anfang gelingt das noch nicht. Natürlich nicht. Aber am Anfang hast du auch sehr viel Hilfe. Genau, wie der ganze Gegenverkehr, der dann natürlich automatisch kommt. Denn viele wollen dich genau davon abhalten. Sie wollen dich nicht verlieren. Glaub mir, es macht keinen Spaß, ein Fußabtreter zu sein. Aber viele möchten dich auch als genauso einer behalten. Viele Funktionen funktionieren also als solche.
Ich sagte doch, ich hatte vorhin, ich hatte vor ein paar Stunden, hatte ich den Film, eine Doku gesehen über den Sturm des Kapitols. Und da sagte ein Polizist, machte eine sehr aufschlussreiche Bemerkung. Er sagte, der Mob, und das ist immer eine orientierungslose Masse Mensch, die auf alles draufhauen, die leicht zu lenken sind, die man überall hinschicken kann, die man aufstacheln kann, die man aufheizen kann. Eine völlig aus den Fugen geratene Masse. Der Mob ist eine Waffe. Man kann sagen, vor 2 Jahren, der Sturm aufs Kapitol, da waren diese 15.000 ausgeflippten Trump-Anhänger, die in unserem Brücken über Trump, was weiß ich was alles, waren die Waffe von Trump. Trump hoffte, soweit ich es so, mir so vorstellen könnte, er hoffte, dass es zu so chaotischen Ausschreitungen kommt, dass er in der Lage wäre, das Kriegsrecht zu verhängen. Und in dem Augenblick hätte er dann auch als Präsident natürlich die Wahlen für ungültig erklären können. Hätte er. Dazu kam es ja nicht. Ich sage ja, es ist uns an diesem Datum viel erspart geblieben, an diesem 6. Januar 2021. Wir haben wirklich viel Glück gehabt. Wenn die Polizisten nicht so standhaft da gewesen wären, dann hätte sonst was passieren können. Und dann wären Entwicklungen auf uns zugeschwemmt, denen wir tatsächlich nicht gewachsen sind. Denn noch können viele Menschen segnen, was sie wollen. Zurzeit wird das noch nicht in Licht gewandelt, da sie es selber noch nicht sind. Aber sie können es sich einimpfen, sie können anfangen, es vor sich hinzusagen, sie können anfangen, diese Leier täglich immer so ein Sprüchlein aufzusagen. Natürlich, ich bin weißes Licht, was immer die Umstände um mich herum sind. Ich bin Licht und mein Licht wandelt alles in eine helle Schwingung. Das kann doch jeder sagen. Und es kann vor allen Dingen jeder wollen. Und das kann ich dir sagen. Wenn ein Mensch das nicht will, dann passiert es auch nicht. Aber wenn er es will, dann wird es ihm gelingen. Jede Gabe sei begrüßt. Doch vor allen Dingen, das, worum du dich bemühst, das möge dir gelingen. Und das ist ein Spruch von Wilhelm Busch. Ich sage dir, dass du es tun kannst. Es wird dir gelingen. Und wenn du dir mal gut überlegst, was hier auf dem Spiel steht, und es steht für viele, Unerträgliches, Entsetzliches, Gutes, Vieles und so weiter auf dem Spiel, dann ist ja auch klar, dass du eine Menge Kräfte bei dir hast, die dir helfen, dass dir das gelingt, die dich immer wieder aufrichten. Aber sie haben auch das Interesse daran, dass aus dir selber das Licht selber wird, damit du alle deine Angelegenheiten wieder in Ordnung bringen kannst. Und niemand anheulen, man, ach, seht ihr das mal bitte, Mann, ich kann das ja alles nicht. Doch, du kannst es. Und genau das wird dir auch beigebracht. Das war dein Wunsch, das war dein Wille. Noch haben wir viele hier auf unserer Erde, die noch weit davon entfernt sind, das überhaupt zu verstehen, das überhaupt verstehen zu wollen. Aber irgendwann zerreißt der Schleier und auf einmal begreifen wir. Und dazu kommt noch etwas anderes. Auch wenn wir dann der Star in unserem Leben sind, und ich kann dir versichern, du bist es, musst du doch erkennen, dass alle anderen die gleichen Qualitäten haben. Auf einmal verstehst du, dass alle anderen es auch sind. Das ist durchaus nichts Besonderes. Durchaus nicht. Ich meine, gut, sagen wir mal, also in einer Gesellschaft, in der davon noch nie was gehört hat, ist es leicht, der Star zu sein. Also das ist gar keine Frage. In einer Reihe von Menschen, die, sagen wir mal, bestimmte Regeln noch von bestimmten Regeln keine Ahnung haben, ist es dann sehr leicht, so vor deren Erden, vor deren Augen dann irgendwelche Regeln da oder Zauberkunststückchen zu vollführen. Und alle sagen dann, oh, klasse, na toll, man fühlt sich ja wirklich wie toll. Aber welche Menschen streben denn sowas an? Na, nur die Menschen, die das zwar vielleicht schon mal so ein bisschen gehört haben, aber selber es noch nicht für sich selber umwandeln können. Aber genau das möchtest du bitte können, damit aus deinem eigenen Leben, wie jämmerlich oder armselig es auch immer angefangen hat, ein Bombenerfolg wird, ohne dass gleich eine Bombe fällt. Dass das richtig einschlägt bei dir. Dass du auf einmal weißt, ich verzage doch nicht. Ich bin doch das Licht meines Lebens. Und alles, was ich tue, wandelt sich in die hellste Schwingung.
Und so möge es sein. Das willst du. So möge es sein. Das sagen wir. Die wir hoffen, dass es dir gelingt. Und so wird es auch. Das sagt jeder von sich selbst. Natürlich wird das so. Ich will das doch so. Und was willst du denn schon? Du willst, dass du alles in eine helle Schwingung bringst. Was ist denn daran verkehrt? Wer bitte sollte da was gegen haben? Alle die, die das nicht wollen, die das doch lieber beschwerlich haben wollen. Aber warum sollten sie das tun? Haben sie das Gefühl, dass es ihnen irgendetwas einbringt? Ja, viele tun das. Alle die, die auf für mich problematischen Seiten sind und dann also damit einen Haufen Anhänger haben, wenn sie nur genügend auf andere einprügeln oder sowas. Das ist aber nicht mein Geschmack. Das ist nicht meine Idee. Meine Idee ist, dass ich selber das alles an eine hohe Schwingung bringen kann. Dafür habe ich mich, dafür habe ich meinen Geist, dafür habe ich mein Selbst, dafür habe ich meine eigene Persönlichkeit, mein Schutzengel, mein Dual. Und ich habe mich selbst. Und meinen Geist und mein Denken und meine Gedanken und so weiter. Das ist eine ganze Menge. Und alles, was ich so um mich herum versammle, das kannst du auch. Es sind ja deine. Dein Schutzengel hat bei mir nichts zu suchen. Dein Dual auch nicht und dein höchstes Selbst auch nicht und so etwas. Die suchen dich. Und auch wenn es manchmal zu so kleinen Hängern kommt. Ich hatte ja vorhin einen. Und was für einen? So, oh Gott, wie soll ich die Szene jetzt erklären? Bei all dem, was noch so alles gesagt wird. Oha. Was ist, wenn ich alles falsch gemacht habe? Wenn ich alles falsch erklärt habe? Was ist, wenn das keiner, wenn jeder mich doof findet und damit auch das, was ich sage und das dann das, aus diesem Grund das keiner hören will? Oh Gott. Ich war vielleicht verzagt. Und es ist ja auch nicht ganz falsch. Wenn in dem Moment, wo jeder sagt, ach, die kannst du ja vergessen oder was weiß ich, dann wird keiner mehr hören, was ich sage. Und keiner wird mehr das in irgendeiner Weise begreifen. Das ist eine Katastrophe. Denn wie soll ich einem Menschen erklären, dass er der wichtigste Mensch in seinem Leben ist, wenn alle anderen davon beseelt sind, von dem Gedanken, dass sie auch bitte mal alles schön zurücktreten, um jetzt mal alle anderen vorzulassen, nur um selbst anschließend total verbittert zu werden und dann richtig wütend zu werden. Und dann wird es noch schlimmer werden für viele Menschen. Und ich bin der Meinung, dass wir genau das unterbinden sollten. Und das tun wir automatisch. Wenn jeder genau weiß, er ist das Licht, mit dem er alles segnet, sodass alles leichter wird. Er muss nur dafür sorgen, dass er wirklich weißes Licht ist. Und das kriegt er am besten hin, indem er das immer wieder in sich einimpft. Und wenn es heißt, dass du irgend so einen Billigperlenkettel von Woolworths oder sonst irgendwas holst und schnappst und dann immer wieder an jeder Perle abzählst, was für eine ist, ist völlig egal. Und dann immer wieder sagt, ich bin weißes Licht, ich bin weißes Licht. Und darum wandelt sich in mir auch alles in weißes Licht. Weißes Licht ist die höchste Schwingung, ja, dann nehmen Sie es doch. Kristallweißes Licht, was Besseres gibt es doch nicht. Und jeder kann sie bekommen. Was glaubst du, wenn mir da Wache steht und dann sagt, nee, du darfst es nicht. Das gibt's nicht. Du kommst sicherlich noch in eine Vorreinigung, wenn du ganz unbedarft da anmarschierst. Das ist richtig. Also so ganz mit dem ganzen Gepäck und sowas, also dann wollen wir erstmal dafür sorgen, dass das alles erstmal von dir abfällt und dann kannst du rein. Das ist kein Thema, aber schon allein die Tatsache, dass du von allen Lasten befreit wirst, ist ja schon eine Befreiung, die es in sich hat. Und zwar auf der Stelle, du brauchst darauf nicht zu warten. Ich sagte doch vor ein paar Tagen, der Himmel braucht nicht zu warten. Ich habe hier was vor. Ich habe vor, aus mir das hellste Licht meines Lebens zu machen. Und ich bin hergekommen, um es allen anderen irgendwie zu sagen, dass sie genau dasselbe in ihrem Leben auch können. Und wenn sie dabei noch einen Messias brauchen, dann sollen sie halt hin, aber dann mögen sie auch bitte darauf achten, dass dieser sie nicht knechtet und nicht mit einem Katalog von du sollst, du sollst, du sollst, du sollst, du darfst dich und du darfst dich und du darfst nicht ankommt. In dem Augenblick Thema verfehlt setzen. Weil eine hohe Schwingung sorgt ja dafür, dass du alles unterlässt, was dir schadet. Eine hohe Schwingung sorgt ja dafür,
dass du alles bekommst, was dich beglückt, was dich wieder, was deine Schwingung wieder erhöht. Und eine hohe Schwingung sorgt ja dafür, dass du alles mit dem, was mit dir in irgendeiner Weise in Beziehung steht, in eine hohe Schwingung kommt. Das ist ja die Idee dahinter. Und daran kann man auch mal für so mitten im Alltag auf einmal sagen, ach was, mir egal, alles gut, ach, Pause. Aber dann heißt das auch, wenn du dann mitten im Alltag stehst, im Alltag stehst, dass du dann auch allem anderen gewachsen bist. Was ist denn das noch mit der Brief mit dem vom Finanzamt? Oder was ist denn das noch für eine Plage mit dem Mietauto? Oder was weiß ich, was alles ja nicht ist. Alles wird gut, alles wird in eine hohe Schwingung kommen. Was soll denn diese Angst vor irgendeiner Zahlung? Ach Gott, wie soll ich das bezahlen? Das wird schon, das wird sich fügen. Dafür haben wir eine hohe Schwingung. Du darfst nur nicht an deiner eigenen Fähigkeit zweifeln, das alles in eine hohe Schwingung zu bringen. Dass du das jetzt vielleicht noch nicht kannst, morgen noch nicht so ganz kannst, kann sein. Aber Übung macht den Meister. Wir staunen immer so ein Varieté so von den Kunststückchen der Zauberer und der Magier. Nun, zunächst einmal ist das alles Fleiß und Übung. Zauberei, das eine schnell von dahin hin zu hexen, das erfordert zunächst einmal, das erfordert Übung, Übung und nochmals Übung. Und jeden Tag hast du diese Herausforderung, ja. Jeden Tag hast du dieses Training, ja. Dass du jeden Tag bei jeder Situation üben kannst. Trotz und alledem, ich bin weißes Licht, ich bin wirklich weißes Licht, ich bin gesegnet. Zwar mein Heiliger Geist, mein höchstes Selbst, mein Dual und mein Schutzengel, mein Lichtengel, alles, die bei mir sind, die segnen mich mit Licht, so dass ich es werden kann und dass ich es dann auch bin. Und das ist im Alltag, in jeder Situation, schon beim Zähneputzen geht das los. Ist das eine Übung? Und je mehr du das übst und je mehr du das denkst, desto mehr wirst du es. Wir hatten so ein paar neunmal Schlaue, die dann immer wieder von Gehirnwäsche redeten. Ja, eine Katastrophe, wenn jemand anders dein Gehirn wäscht. Das ist eine Katastrophe. Wenn du getreulich hinter dem her tigerst, was ein anderer dir erzählt hat, dann wird's haarig. Aber wenn du sagst, ich bin weißes Licht, dann ist es doch deine Fähigkeit. Es ist doch egal, von wem du das nun ganz genau im Einzelnen hast. Ja, völlig wurscht. Wichtig ist, was du in deinen Gedanken bewegst. Und wer es denn letztendlich mal irgendwann erzählt hat, ja Gott, wen interessiert denn das? Wichtig ist doch nur, dass du es verstanden hast. Verstehst. Und wenn du es dir riesengroß fett auf deinen Arm tätowierst, ich meine, das hab ich getan. Ich bin weißes Licht. Punkt. Aus Ende Schluss Basta. Das habe ich vor ein paar Jahren noch nicht gewusst. Und da habe ich alles Mögliche auf meinen Arm tätowiert, um es nur ja nicht zu vergessen. Das ist kein Witz. Lauter Sachen hier. Also von wegen, ich bin heiligen Schwingungen überlassen. Und jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was draufsteht. Aber im Klartext heißt es so, ich bin Licht und mein Geist, also ich selbst, ich fühle mich immer in weißes Licht und so weiter. Der ganze Arm ist voll davon. So voll, dass ich jetzt das, was auch wichtig wäre, nämlich zu sagen, ich bin weißes Licht, das passt hier nicht mehr hin. Ich könnte es halt ins Gesicht tätowieren, aber dann sehe ich es ja nicht. Aber ehrlich gesagt, es ist mir auch völlig egal. Ich hatte diese Sachen, das war für mich so wichtig, dass ich das nie vergessen wollte. Und eine Sache steht ja auch noch irgendwo ganz da irgendwo noch drin. Da steht nämlich einfach nur meine heilige Schwingung. Ich bin gereinigt, geheilt, geheiligt. Das bin ich. Denn weißes Licht hat mich gereinigt, geheilt und geheiligt. Da hatte ich noch geschrieben, eine heilige Schwingung hat es getan, aber jetzt sage ich dir, das ist weißes Licht und es ist genau dasselbe. Impf es dir ein. Mein weißes Licht, das Licht meines Heiligen Geist, hat mich gereinigt, geheilt und geheiligt und mich von allem befreit. Das glaubst du vielleicht jetzt im Moment noch nicht. Im Moment türmt sich ja auch alles Meter hoch auf. Wo ist das jetzt mal so noch? Ja, aber trotzdem. Man sollte wissen, wann es sicherer ist, in Deckung zu gehen. Das stimmt. Aber, dass du selbst es immer weißt,
Das rettet dein Leben und es rettet deine Existenz und es rettet deinen Geist und es rettet sowieso alles Mögliche in dir. Wir müssen es angehen. Es hilft nichts, weil dir sonst keiner helfen kann. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, es ein paar Leuten zu erzählen, die hier zugewandert sind und die nun aus einer ganz anderen Geisteshaltung kommen, wenn wir dann noch ein paar finden, dann noch ein paar rausfischen können, die das trotzdem alledem verstehen, auch wenn sie jahrelang unter völlig anderen Vorstellungen gelebt haben, aber diese Vorstellung uns in Teufels Küche bringen können, wenn wir die hier Fuß fassen, wenn wir das schaffen können, das auch noch irgendwie hinzukriegen. Auch die Menschen, die sich so aufregen mit dem so berühmten Migrationshintergrund und sowas, die ja nun lauthals brüllen, wie ungerecht das doch alles ist, vielleicht können wir den Menschen das irgendwie erklären. Dass sie selbst alles ins Licht bringen können und dass sie selbst alles in eine hohe Schwingung bringen können. Denn ich weiß sonst keinen anderen Rat, wie hier einige Leute hier noch rauskommen wollen. Versuchen wir es. Und ich denke, je mehr Menschen das tun, desto besser. Dieser Satz, mit dir sind wir viele, fängt hier an zu greifen. Ich danke sehr fürs Zuhören und alles Gute. Bis dann. Tschüss.